Hey Gigi, mit dir, mein Freund. Pop, Jockel in your face. Once again back is the incredible Sif Maul. Heute sind wir in Amerika in der SeaWorld. Welcome to San Diego. Hey. Und ich bin dafür, dass Orcas in Gefangenschaft leben. Was laber ich nochmal, Alter, du Spast, Alter. Typ. So, war natürlich nur ein Joke für die grenzdebilen und geistig zurückgebliebenen unter euch. Orcas gehören natürlich in Suppen, genauso wie Haiflossen. Wir sitzen tatsächlich gerade im Aquarium, weil die nette, junge, heiße, geile, wirklich à la Bonheure Frau, von der wir uns jetzt das Video reinziehen, ist womöglich, ja, bei der Analyse jetzt hier, gerade wenn sie mich sieht, genau so feucht, sage ich mal, wie das Wasser in meinem Hintergrund. Kann ja wohl sein, Alter. Also jetzt mal ehrlich, also, das ist ein Typ da hinten die ganze Zeit. Juju, also ich sag mal so, ne? 16 oder 16 oder wie auch immer, war nie meine Mucke. War echt nie meine Mucke so. Aber man konnte schon immer sagen, dass sie irgendwie was drauf haben. Direkt wieder Vergleich überlegt. Hätte ich jetzt gesagt, außer Zahnbelag, wäre es natürlich ausgelutscht gewesen so. Wie mein Pferdeschwanz. Wir ziehen uns jetzt mal rein. Und ich bin wirklich gespannt, also Juju kann rappen, Juju, ich weiß auch gar nicht so, bei so jemand bin ich immer, ich weiß, das, da haten mich jetzt viele vielleicht wieder dafür, aber ich bin da immer so ein bisschen ambivalent und weiß nie so genau, ob sie ihre Texte selber schreibt oder ob da irgendjemand sitzt und sie schreibt, aber scheiß drauf, lange Rede, kurzer Sinn, wir hören obund dabas jebetzt mabal aban, mibi frendos. Und zwar genau jetzt, let's do it! Juju. Achso, übrigens muss ich da ganz kurz noch den mega geilen Spit-Split von Rapido, Grüße gehen raus, me friendo, erwähnen, der in seinem Song mit Skis, Grüße gehen raus, me friendo, Winchester 3 sagt, Körperbau wie ein Transformer, mein größter Traum, Juju zu machen, als wäre ich Kampfsportler. Er benutzt den Spit-Split, Juju zu machen, also im Sinne von Juju zu machen und im Sinne von Hiya. Ja, Juju zu machen. Sehr, sehr guter Spit-Split. Juju, bling, bling. Also die Box kaufe ich mir nicht. Das gebe ich euch schriftlich. Und los geht's. Rapper haben keinen Bock mehr auf Rappen. Rappern fällt nichts mehr ein. Ich war nicht so oft in der Schule, aber Rappen, das fällt mir leicht. Paar Wörter in den Takt pressen ist für mich leichter als Essen. Du guckst mir dabei zu und du denkst dir, diese Hure da ist viel besser als ich. Ich bin Juju 44, Dicker, merk dir meinen Namen. Oder besser noch, du holst dir gleich mein Album und verzahlst. Ich will nicht spoilern, aber gleich kommt hier ein richtig mieser Part. Ich will nicht spoilern, aber du bist leider bald schon nicht mehr da. Also muss man mal sagen, ne, vom Flow ist das wirklich ziemlich krass. Auch wenn mir die eine Flowstelle, ich zeige euch gleich nochmal welche, nicht gefallen hat, weil mich das schon wieder meine aktiven Zuschauer kennen, dass, wenn ich jetzt diesen Vergleich ziehe, als wäre es eine Kokainnase. Mir ist alles egal, ich packe so viele Silben in eine Zeile, wie ich will. Mir ist ganz egal, wie lang die Zeile ist. Ich sage einfach trotzdem genau das, was ich will und beachte. Missachte einfach jede Regel und tralala. Sie hat halt so diesen Flow, in dem sie so einfach so durchrattert. Und da bin ich nicht ganz so der Freund von. Und von den Reimen, die sie hier benutzt, bin ich auch nicht so unbedingt der Freund von. Ja, aber man muss natürlich auch immer mal die künstlerische Freiheit von Künstlern tolerieren und vor allem respektieren und anerkennen. Nur weil ich ein Reimfetischist bin, der nur mit, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7 silbigen Tralala-Reimen um sich schmeißt, heißt es ja nicht, dass das die Norm oder die Regel ist. Ja? Also ich kann genauso gut hier sagen, dass sie wirklich tight, krass, gut float. Aber das Rappen. Rappen ist leicht wie Essen. Oder was auch immer sie da sagt, da denke ich mir einfach, da stellen sich mir meine Fußnägel hoch, wenn ich sie mir nicht abgepult habe, Alter. Ja, also ist vom Reim echt scheiße, aber vom Flow wirklich stabil. Bis auf diese Stelle, die ist natürlich auch nicht instabil, nur weil sie mir nicht gefällt, aber gefallen tut sie mir trotzdem nicht. Du denkst dir, diese Hure da ist viel besser.
denkst dir, diese Hure ist besser als ich. Bis dahin ist alles gut. Und da ist auch geil, so ein bisschen Feeling im Beat aufgebaut und so. Reißt dich ein bisschen mit. Und jetzt kommt dieser Flow, der mir komplett auf den Sack geht halt. Ich bin Juju 44, Digga, merk dir meinen Namen. Oder besser noch, du holst dir gleich mein Album und bezahlst. Ich will nicht spoilern, aber gleich kommt dir ein richtig mieser Part. Ich will nicht spoilern, aber du bist leider bald schon nicht mehr da. Ich will nicht spoilern, aber jetzt kommt gleich ein richtig dicker Part. Ich will nicht spoilern, aber du bist schon bald nicht mehr da. Okay. Aussage liegt im Minusbereich, aber jo. Keiner kann in mein Herz reingucken, keiner kann mich mehr beeindrucken. Ja, die Presse. Herz reingucken. Ja. Keiner kann in mein Herz reingucken, keiner kann mich mehr beeindrucken. Keiner kann in mein Herz reingucken, keiner kann mich mehr beeindrucken. Also Herz reingucken auf mehr beeindrucken ist eigentlich ganz ein guter Reim, wenn die Silbenzahl stimmen würde. Mehr beeindrucken, Herz hineingucken. Hätte sie gesagt, keiner kann in mein Herz hineingucken, hätte sie 5 Silben gehabt. Und keiner kann mich mehr beeindrucken, hätte sie auch 5 Silben gehabt und der Reim wäre tighter gewesen. So ist es kein Silbenfehler, die künstlerische Freiheit wird beachtet. Janis, halt dich zurück. Okay, ich halte mich zurück. Aber ich hätte da eine Silbe mehr reingepackt oder eine Silbe weniger, wie auch immer. Hauptsache, ich hätte die gleiche Silbenanzahl. Aber auch das ist nicht schlecht. Also bis jetzt muss ich sagen, ich finde es echt ganz gut. Ich fand den Sound von Sixten, von den zwei Bitches halt, immer schon ganz cool. Auch wenn ich mich halt 0,0 damit identifizieren konnte und es halt nie irgendwo gehört habe. Aber ich fand das irgendwie so, ich konnte da schon sagen, dass das gut ist so halt, ja. Keiner kann mich mehr beeindrucken. Ja, die Presse kann mir einlutschen. Ihre Fressen, ich will reinspucken. Ja, sie lügen viel und ich... Ist immer so geil, wenn Frauen so sagen, die Presse kann mir einlutschen. Oder wenn Frauen sagen, könnten mir einlutschen. Das ist wie Eve bei Rough Riders damals. In All We Trust, Double R, Rough Riders. Die auch irgendwie... die hatte mal so eine Zeit, wo sie oft irgendwie von Suck My Dick gelabert hat. Eve halt, ne? Einen übergeilen Track auf dem DMX-Album. Da ist auch der Einstieg von ihr. Suck My Dick, Bitch. Denk ich mir, ja, was für ein Dick denn, Alter? Bist du She-Mail oder was? Shabima Bale. Ich rauch viel, deutscher Presse kann mir einlutschen. Ihre Fressen, ich will reinspucken. Ja, sie lügen viel und ich rauch viel. Deutscher Rap ist ein Schauspiel. Ich kauf viel, du kassierst viel. Dieses kleine Mädchen rasiert hier. Bruder. Rap ist ein Schauspiel. Da, 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 ich rauch viel. Da, da. Ja, finde ich auch irgendwie, bin ich auch ambivalent gegenüber der Aussage, dass sie sagt, Rap ist ein Schauspiel, weil sie wirkt für mich jetzt nicht so mega authentisch und das wirkt Ganze für mich auch ein bisschen auf Show gemacht, was ja aber auch nicht schlecht ist. Rap ist Entertainment, alles klar, check die Flosse, Genosse. Deutscher Rap ist ein Schauspiel, ich kauf viel, du kassierst viel, dieses kleine Mädchen rasiert hier. Bruder, Bruder, jeder nennt dich Bruder, doch Vertrag gibt's nur mit Gott oder dem Teufel. Bruder, Bruder, jeder nennt dich Bruder. Aha, da kennt sich jemand aus. Oder doch am Ende fickt er trotzdem deine Freunde so wie Tupac. Das sind für mich Rapper und ihre Crews. Ich schwör dir, die Hälfte sind ehrenlos. Und ich schwör dir, die Hälfte sind morgen out. Reiten die Welle noch mit bis zum Morgengrauen. So gelangweilt von sich selbst. Richtige Spaß, die tun auf Fame. Hätten gar keinen Antrieb ohne Geld. Genauso krank wie diese Welt. Ihr nennt es Feminismus, ich nenne es einfach Menschlichkeit. Denn im Gegensatz zu euch, euch dann sind für mich alle Menschen gleich. Man wird nicht sagen, dass Frauenrap auf Deutsch. Man wird... Ja... Ich finde, sie float mega gut und ich finde auch, bei Frauenrap ist für mich immer so das Problem, dass ich sau viele Frauen irgendwie auch gerade so im Ami-Rap so, ich meine, also mittlerweile kann ich Lil' Kim oder Remy Martin oder Foxy Brown oder, ja, diese New-School-Tanten hier, die Nicki Minaj, alle oder was, ja, aber diese Old-School-Tanten kann ich schon auseinanderhalten, aber früher hatte ich auch das Problem und es gibt halt Tracks, die so, wo die so extrem gleich klingen. Und das ist bei Frauenrap, finde ich, manchmal das Problem. Das soll auch gar nicht diskriminierend oder so. Oder nach dem Motto, oh, share alle über einen Kamm oder so ein Scheiß sein. Aber mir ist es manchmal bei Frauenrap halt so zu gleich halt. Aber sie hebt sich da schon ein bisschen ab, wie beim Kartenspielen. Also nee, wirklich, ich finde es ganz gut. Auch wenn sie hier meiner Meinung nach trotzdem wirklich zu 95% meiner Meinung nach geilen Flow, kackt sie hier einmal kurz rein. Denn im Gegensatz zu euch, euch dann sind für mich alle Menschen gleich. Man wird nicht sagen, dass Frauenrap auf Deutsch... Man wird nicht sagen, dass Frauenrap auf Deutsch. Denn im Gegensatz zu euch sind für mich alle Menschen gleich. Man wird nicht sagen, dass Frauenrap auf Deutsch. Finde ich, ist, ja, Flowfehler. Muss man ja vorsichtig sein mit dem Begriff mittlerweile, wenn man den benutzt. Aber es ist für mich einfach, irgendwie klingt es nicht ästhetisch. Denn im Gegensatz zu euch, euch dann sind für mich alle Menschen gleich. Man wird nicht sagen, dass Frauenrap auf Deutsch. Man wird sagen, dieses Album hat zerstört. Man wird nicht glauben, was... Menschen gleich. Man wird nicht sagen, dass Frauenrap auf Deutsch.
Ich verstehe gar nicht, was sie sagt. Wer würde nicht sagen, dass du der Frau... Man wird sagen, dieses Album hat zerstört. Man wird nicht glauben, was man da hört. Man wird verwundert sein und empört. Denn ich komm von Dönerbrot mit Soße und geh zu Höhenflug und Kohle. Ja, ich... Ja, guter Reim, Chopper! Guter Reim, Chopper! Guter... Ja? Ich bin's, Juju. Okay. Fick mich. Ich mach grad noch deine Analyse. Fick mich. Ich mach grad noch deine Analyse fertig. Fick mich bitte. Ja. Bitte. Okay. Ja, schieb ihn schon mal rein hinten. Ich hab ihn schon im Arsch. Hinten, damit es schon schön vor den. Ja. Fick mich. Genau. Ja. Arriba. Fick Job. Mich. So, ich glaube, es war der beste Reim hier bis jetzt. Ich glaube, es war der beste Reim bis jetzt hier in dem ganzen Track. Verwundert sein und empört, denn ich komm von Dönerbrot mit Soße und geh zu Höhlenflug und Kohle. Ja. Dönerbrot mit Soße und geh zu Höhle, Flug und Boote oder Boote, irgendwas. Ja gut, Dönerbrot auf Höhlenflug ist auch nicht sauber. Ah, ich kann es einfach nicht lassen, die Reime auseinanderzunehmen. Es tut mir eigentlich nicht leid, weil es ist meine Art, aber ich weiß, es ist immer wieder nervt, aber es ist einfach... Verwundert sein und empört, denn ich komm von Dönerbrot mit Soße und geh zu Höhlenflug und Kohle. Ja. Ja, apropos, ich gewöhne mich, wie du flowst. Du findest den Flow auch sehr gut. Hier hat sie nämlich das offiziell nicht definierbare Reimschema AABA angewandt, was es so nicht gibt. Ja, zumindest laut der deutschen Lyrik. Ja, da gibt es ja nur die Paarreime, Kreuzreime, hier AABB, ABAB und. Aber ich entdecke immer mehr, seitdem ich an meinem Rap-Tutorial sitze, ja, was übrigens das umfangreichste Rap-Tutorial wird, was es gibt, ja, ohne Wenn und Aber. Das ist gerade, wie ihr hier den Beweis seht, im Deutschrap Reimschemen gibt, die es offiziell gar nicht gibt. Und die decke ich mit euch auf, wie die Leiche in meinem Keller, bevor ich sie in den Fluss schmeiße. Wissen nicht, denn sie wissen nicht, dass ein Feature weit gefragt ist. Nur wer von Anfang an am Start ist. Nee, nee, ich weiß schon, aber sag nicht. Ich bin kalt zu dir wie Antarktis, weil du bist mir nicht so sympathisch. Weil du fake bist, von oben bis unten und ich rieche es in meiner Nase. Merke es 2019 an der Gage. Ihr, weil ich jeden Tag etwas anderes trage. Keine Standardware, habe jedes Scheißpaar in einer anderen Farbe. Alles handbemalt und scheißegal, was ich... Das war, hat mir gefallen, Alter. Habe jedes Scheißpaar in einer anderen Farbe. Alles handbemalt. Ich mag diese, das ist so ein bisschen Gary Washington, so auch wenn man das natürlich jetzt kaum vergleichen kann, so. Aber dieses extrem abgehobene, finde ich ganz geil. Einkaufe sieht geil, trage keine Standardware, habe jedes Scheißpaar in anderen Farbe, alles handgemalt. Scheißegal, was ich einkaufe, sieht geil aus und ich scheiß auf deine Meinung zu der Kleidung auf meiner Haut. Wenn mein Song angeht, dann geht deine aus. Guck, ich bestell mir mehrere Pizzen. Boah, da hat sie richtig schön durchgeflext, gerade, Alter. Deine Meinung zu der Kleidung auf meiner Haut. Wenn mein Song angeht, dann geht deine aus. Guck, ich bestell mir mehrere Pizzen. Frag den Liefertypen, was kriegst du? Er sagt 27,95 bitte und dein Autogramm von Sixten. Ich muss wirklich sagen, mir geht's 1A. Auch sehr, sehr geile. Sehr, sehr geile, wirft eine schöne Zeile, die einem so schön Bilder in den Kopf wirft, so. Ich bestell mir mehrere Pizzen, frag den Lieferanten, was kriegst du? Er sagt 27,50 und ein Autogramm von Sixten. Sixten, ja. Sowas mag ich so, weil einem sofort das Bild in den Kopf schießt, so. Also zumindest bei mir ist es so, wie halt ein Pizzalieferant an die Tür kommt und du bezahlst, so. Ich mag Zeilen, die einem Bilder in den Kopf schmeißen, so. Er sagt 27,95 bitte und ein Autogramm von Sixten. Ich muss wirklich sagen, mir geht's 1A. Denn ich lieg perfekt in meinem Zeitplan von Vollhure zu Goldgrube in Alter, ey, auch jetzt kommen die guten Zeilen, die mir gefallen. Ich muss wirklich sagen, mir geht's 1A von der Vollhure zu Goldgrube in 3 Jahren. Ey, es gefällt mir. Jetzt 1A, denn ich lieg perfekt in meinem Zeitplan von Vollhure zu Goldgrube in 3 Jahren. Ja. Deine Gang sind Opfer, alles Fashion-Blogger. Ich hab gute Gene, ihr seid Hurensöhne. Wir sind Gold gegangen, jetzt geh ich nochmal Gold. Ich mache Papa und ich mache Mama stolz. Ja, ich rappe, weil ich große Ziele habe. Ich bin weggekommen von der schiefen Bahn und mache weiter. 100 Mio habe, kauf mein Essen jetzt nur noch im Bioladen. Manche denken, ich bin an sie. Schöne Message, vielen Dank, sehr sympathisch, echt sympathisch, echt sympathisch. Kauf mein Essen nur noch im Bioladen. Aber das wollen die ganzen coolen Kids von heute doch nicht hören, Mann. Die wollen doch keine moralischen Werte vermittelt bekommen, Mensch. Die wollen doch nur Plastik und Benz. Kommen von der schiefen Bahn und mache weiter, bis ich 100 Mio habe, kauf mein Essen jetzt nur noch im Bioladen. Manche denken, ich bin an sie, weil ich sauf und kiff. Ich denke mal, ich bin die Beste hier im Augenblick. Und während du manche denken, ich sei Assi, weil ich sauf und kiff. Ich denke, ich bin dir die Beste nur im Augenblick. Auf mich wichst, hab ich 20 neue Songs und dein Traum gefickt. Also, ja, weil ich auf dich wichst, also ich hab noch nie auf dich gewichst. Und jeder meiner aktiven Zuschauer kennt meine Ehrlichkeit. Und ich würde wirklich sagen, hätte ich schon mal auf dich gewichst. Aber ich hab mir noch nie einen auf dich gewichst. Was vielleicht auch daran, ja, jetzt sag ich's halt, damit zu tun hat, dass ich halt wegbutter seit 3 Jahren, ja.
Also gut, den Anruf und eben den schneid ich raus, ja. Da muss ja keiner wissen, dass du schon drüben im Arschplack da drüber bereitlegst hier, wie ihr Brezel im Backofen, du Bastard. Dein perfektes Leben, essen, Lieder machen, schlafen, Bühne, essen, Lieder machen, bisschen Latte. Oh, jetzt kommt nochmal ein richtig böser Flow, man. Auf mich wächst, hab ich 20 neue Songs und dein Traum gefickt. Das ist dein perfektes Leben, essen, Lieder machen, schlafen, Bühne, essen, Lieder machen, bisschen Liebe machen, quasi immer wieder jeden Tag. Ich warte nur darauf, dass alle niederknien und sagen, jetzt schon Legende. Merk dir meinen Namen, Juju 44. Merk dir meinen Namen, Juju 44. Merk dir meinen Namen, Juju 44. Like, abonnier meinen Channel und fick deine Mutter. Okay, das fand ich jetzt echt scheiße. Was soll das überhaupt für eine, okay, was ist, also ich meine, jetzt nicht, ich kritisiere nicht sie, das ist ja so dieses Trap-Ding, ne? Ich kann es nicht mal, weil ich einfach, also durch meine Adern fließt halt kein Trap. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt. Ah ja, also ne, es ist schon eine schöne Frau, ja. Sehr attraktiv, mit schönen Kurven, ja. Aber wir behandeln Frauen gleich und reduzieren sie nicht nur auf ihre weiblichen Reize. Wir mögen auch das Essen, was sie uns kochen. Wir finden es auch klasse, wenn sie mit dem Staubsauger bis in die Ecke kommen, ja. Das finden wir klasse. Ich finde den Song echt gut. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich Sixten echt gut finde. So. Sixteen. Teen. Ich wollte gerade einen lustigen Split machen. Mir ist aber keiner eingefallen. Außer die Schädeldecke, die ist mir eingefallen. Ich finde es echt gut, Freunde. Schauen wir mal, ja, was jetzt noch so weitergeht. Mache ich jetzt eigentlich noch ein Lied? Nee, ich mache jetzt erstmal Pause. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Freunde, vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Es war wieder ein ganz toller Augenblick. Abonniert meinen Channel, wenn ihr mich jede Woche sowieso guckt. Wenn ihr mich nicht jede Woche guckt und gerade das erste Mal guckt, dann solltet ihr den Channel abonnieren, denn hier kommt bald was Großes raus. Wie bei der Geburt eines Elefanten. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Muchos lobos, mi frendos. Genießt das Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Amigos, radidos, pisos. Euer J. Gigolo.